Hallo alle und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Servervorstellung des Mod-Projekts Dytech 2. Schön, dass ihr an der Stelle wieder mit dabei seid. Und wir befinden uns hier gerade einmal in meiner Basis und wir machen heute einmal wieder den üblichen Rundflug einmal für die verschiedenen Gebiete. Und wir gucken mal, das ist entsprechend halt die Karte. Und machen wir mal so hier einmal. Wird sich dementsprechend, weil ich jetzt gleich nochmal herumfliege, wird sich die Karte auf jeden Fall auch nochmal entsprechend aktualisieren auf jeden Fall. Und wir gucken einfach mal, was sich so getan hat. Also wie gesagt, bei mir hat sich persönlich am äußeren Grundstück tatsächlich nicht viel getan. Ich würde sagen, wo beginnen wir denn unseren Rundflug? Ich würde sagen, dass wir unseren Rundflug, haben wir auch nochmal Kirito, da müssen wir auch nochmal hin. Ich würde sagen, dass wir unseren Rundflug einfach einmal damit beginnen, dass wir uns einmal Mr. Snofskys oder Snofke Gebiet einmal entsprechend anschauen. Und da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel passiert und hat ganz, ganz viel gespielt. Ich hatte schon gesehen, dass er zwischenzeitlich mal so eine Glaskoppel hier auf jeden Fall gebaut hat. Oh, hier, Blue Shield Template. Oh, das sieht auf jeden Fall echt gut aus. Wirklich so ein Template mit RWF-Tools dürfte das wahrscheinlich sein. Und ein entsprechendes Template hier angelegt. Ohr Laser Base, ein paar Kuppeln sozusagen hier gebaut. So ein bisschen so wirklich die Idee von mir mit, wie soll man sagen, dass das irgendwie so ein bisschen planetar halt wirkt. Oder dass das wie so ein Außenposten auf einem Planeten halt aussieht. Hat er tatsächlich ein bisschen übernommen. Und hat hier entsprechend ganz, ganz viel zusammengebaut. Also ganz, ganz viele Sachen. Hier ist aber einiges. Oh, ja, ganz viel Glowstone immer platziert. Okay, als Fackelersatz zwischen den. Ah ne, das hat er wahrscheinlich genommen, um. Hat er das ausgemined? Mit einem Digital Miner? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant und gerade das mit der Koppel ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Hier noch so eine kleine Industrial-Ecke auf jeden Fall draußen. Auch das sieht auf jeden Fall noch sehr, sehr gut aus und sehr, sehr großer Fortschritt. Hier ist auf jeden Fall sehr viel entstanden und ich freue mich schon darauf, wenn das Ganze dann, wenn das Schild dann auch aktiv ist sozusagen, dass man dann auch entsprechend halt was sehen kann dann mit dem Schild. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, muss ich sagen. Okay. Gut, dann haben wir einmal das Gebiet Everforst. Wie gesagt, hier sind noch ein paar Teile, sind hier noch nicht belegt. Wie gesagt, das wird hier dann wahrscheinlich ein entsprechend kompletter Kreis dann werden, zumindest auf der Karte. Und wir springen jetzt einmal zu Urike, würde ich sagen. So sieht das übrigens mit der Journey Map aus. Und wir springen einmal hier hin. Wir gucken mal, wie weit Urike mittlerweile ist. Oh ja, da sind auf jeden Fall ein paar Botania-Sachen entstanden. Angefangen auf jeden Fall mit Immersive hier. Oh, nee, Immersive ist auch schon durch tatsächlich. Mechanism, anfängliche Mechanism-Sachen. Und hier unten noch irgendwie was. Eine kleine Basis irgendwo hier unten irgendwie. Nee, bisher alles noch hauptsächlich entsprechend auf jeden Fall. Oben. Sehr, sehr schön. Geht mal schlafen, bitte. So, okay, dann gucken wir mal, also Burke haben wir hier einmal und wir gehen einmal zum nächsten Grundstück, nicht über H. Und das nächste Grundstück war hier oben, neuer Spieler, Kirito. Erst angefangen, das ist Dietz, da will ich nicht hin, sondern ein bisschen weiter oben ist das. Da müssen wir nochmal gucken hier, da oben, dann gehen wir mal, also hier oben, da oben. Da oben, das ist immer ein bisschen schwierig zwischen der die Beast Map und der Journey Map auf jeden Fall hin und her zu switchen. Und dann gerade hier gewesen ist. Hier auf jeden Fall schon ein bisschen was entstanden. So ein kleines Steinhaus sozusagen. Bin gespannt, was hier auf jeden Fall noch kommen wird und passieren wird. Wir hier schon erste. Ah, okay. Oh, hier so eine kleine Minecraft-Konstruktion. Ah, hier Ofen. Der brennt auf jeden Fall schon mal. Okay. Sehr weit abseits auf jeden Fall gesetzt. Ich muss heute auch mal die Spieler mitnehmen, die ich bisher sonst immer vergessen habe, weil da haben sich tatsächlich noch einige Spieler immer mal zwischendurch woanders hingesetzt. Jetzt kommen wir aber mal zum Spieler, der mit am meisten Fortschritt ganz einfach hat. Da gucken wir mal. Das ist nämlich der Dieb.
Und da gucken wir mal. Da haben wir ganz, ganz viele Maschinen. Das war ja auch schon bei der letzten Vorstellung so gewesen, dass hier auf jeden Fall ganz, ganz viel bei passiert ist. Das ist so ein bisschen nördlich über mir oder über meinem Gebiet. Ein halbes Dach hat er. Ein bisschen was an Botania ist hier und auch unten drin ist hier alles ganz, ganz voll mit ganz, ganz vielen Rohstoffen und ganz, ganz viel Zeugs. Da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel passiert hier. Da habe ich gerade noch einen Spawner hier gesehen gehabt. Oh, das kenne ich hier gar nicht. Ender Alternator. Okay, interessant. Hier haben wir auf jeden Fall den Fusion Reactor. Hat der gerade noch Strom? Ne, Strom hat er gar keinen. Im Mond hat er keinen Strom. Das heißt, er müsste wieder einen neuen Ignite auf jeden Fall bekommen. Okay, hier sind 125 MFE, aber irgendwo wird er bestimmt noch eine dicke Speicherzelle haben. Eine dicke Wutfarm. Also er ist auf jeden Fall schon sehr, sehr weit, was entsprechend das Zeug angeht. Und ich nehme mal hier mein Jetpack, nehme ich mal raus. Geht. Ah, geht gerade nicht. Okay, dann muss ich einmal den Game-Mode nochmal abändern. Dann nehmen wir einmal den Game-Mode Survival, damit ich das Jetpack einmal rausnehmen kann. Zack, okay. Switchen wir einmal zurück auf Spectator. Eben, dann hat man nicht das Ganze. Ah, da haben wir den Tragonic Evolution Kern auf jeden Fall, den Energiespeicher. Ich bin mir nicht sicher, also lesen kann ich es jetzt leider nicht, wie viel da drin ist. Ist aber auch ein Gebiet, was teilweise wirklich ein bisschen laggt, auch mittlerweile schon, weil da so viel an Prozessen ganz einfach auch läuft. Das ist wie schon heftig. Eine dicke Farm mit Stapling. Farm, okay. Kann man auch kleiner bauen auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall kleiner gebaut. Reicht auch, wenn man das kleiner baut und dann ein bisschen so abwartet. Noch die Immersive-Geschichten, die hier gerade noch rumstehen. Und ansonsten hier auch schon so einige Industriehallen zusammengebaut. Und hier ganz, ganz viele Kabel, die entsprechend irgendwelche Maschinen sozusagen betreiben. Also sehr, sehr viel passiert. Wobei es hier gerade in dem Gebiet tatsächlich, ihr habt es gerade gesehen und gemerkt, leckt ein bisschen, das heißt, hier muss auf jeden Fall nochmal eine Optimierung auch nochmal geschaffen werden. Das ist noch hundertprozentig ausgereift. Okay. Gehen wir einmal weiter zum nächsten. Das heißt, da gehen wir einmal weiter zu Sir Lance Party. Und da habe ich gesehen, Sir Lance war ab und zu immer mal online gewesen. Nicht besonders viel. Wir gucken mal, ob da viel irgendwie noch passiert ist. Wir sehen aber auf jeden Fall ein Weizenfeld und Weizenfarm auf jeden Fall. Okay. Wir haben hier einmal ein Crafting Table. Das ist auf der Suche. Aber wir haben tatsächlich hier innen drin hat sich doch ein bisschen was getan tatsächlich. Also da ist schon ein bisschen was. Ich würde schon sagen, dass hier auf jeden Fall ein bisschen was passiert ist. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja doch, immer mal hier ein bisschen was ist auf jeden Fall doch passiert. Ja. Gerade auch zum letzten Mal, zur letzten Vorstellung auf jeden Fall, ist da ein bisschen was passiert. Habe ich auch gar nicht so mitbekommen, wie oft oder wann er entsprechend da gewesen ist. Dem lieben Whale, dem habe ich auf jeden Fall ein bisschen geholfen gehabt. Letztens noch mit dem Excavator, soweit ich mich erinnern kann. Und wie er den anschließt. Und es sieht bei ihm jetzt so mittlerweile relativ gut aus, dass er so langsam das Immersive-Zeitalter überwunden haben dürfte. Ich weiß noch, hat er schon eine andere Maschine hier stehen? Nee, aber okay, sehr schön. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was passiert. Und wie gesagt, das Immersive-Zeitalter scheint soweit durch zu sein. Und hier oben, er hat gesagt, ja, bei seiner Grundstücksvorstellung, die ihr eigentlich auch schon gesehen haben müsstet, die kommt später. Die Grundstücksvorstellung kommt später auf jeden Fall. Hat er gesagt, er will jetzt hier auf dem Schiff alles weiterbauen. Also wird da auf jeden Fall auch nochmal einiges. So, dann gehen wir mal zum nächsten Team. Ich will allerdings einmal noch eine Sache will ich nochmal machen. Nämlich einmal mich auch einmal hier komplett muten sozusagen. Damit ich auch von den anderen Spielern dann entsprechend hier nichts höre, wenn ich da gleich einmal drüber fliege. Und wir gehen einmal zum nächsten Team. Wir sind auf jeden Fall gut. Oh, da haben wir auch schon einen Dragonic Core auf jeden Fall. Okay. Auch schon sehr weit. Okay. Einiges an Botania hier passiert. Ganz viele Laser Bases. Ja, wie gesagt, durch die Zeitalter entsprechend halt durch auf jeden Fall. Und wir haben auch hier schon ein ME-System mit einem Controller auf jeden Fall.
Hier ist definitiv einiges schon passiert. Ist die Frage, wie viel und was da jetzt sozusagen an der Stelle halt noch fehlt. Ich bin sehr gespannt. Gucken wir mal einfach. Okay, ich glaube, unten drin hat das Team, glaube ich, nichts weiter gebaut gehabt. Da unten ist noch eine Wood Farm auf jeden Fall installiert. Und da hinten, das ist, glaube ich, auch nochmal was. Ah, okay, da ist der Fission Reactor, der wahrscheinlich ein bisschen läuft. Läuft sogar tatsächlich. Ja, aber auch sehr sicher alles gebaut. Bisher auch keine Explosion gehabt, das Team hier. Also von dem her auch eine kleine Produktion an Plutonium kann manchmal gut sein und ausreichend, um ja, zum Ziel ganz einfach zu kommen. Alles gut. So, dann schauen wir uns mal das nächste Team an. Das dürfte einiges passiert sein. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was Team Fluffy hier gemacht hat und gebaut hat. Da gucken wir auf jeden Fall mal und oh ja, da ist tatsächlich einiges passiert. Und ich wollte mich ja tatsächlich auch überraschen lassen. Ich bin auch sehr überrascht. Hier ist wirklich richtig, richtig viel auf jeden Fall passiert. Ui, das sieht auf jeden Fall echt sehr gut aus. Das könnte ich vielleicht sogar als Thumbnail nehmen. Also sehr, sehr gutes Building hier. Gefällt mir sehr gut zusammengestellt. Aber auch so eine kleine Pyramide. Also der Trend geht dieses Jahr auf jeden Fall so ein bisschen in Richtung Pyramide scheinbar. Ja, wir gucken einfach mal rein. Also hier auch hier drin schon alles sehr schick. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schick. Okay, und hier haben wir auf jeden Fall einen ME-Controller, der auf jeden Fall sehr dick werden sollte. Kommt das durch die Schichten? Hier im Whitecock? Anaglas. Ah, okay, von Botania. Das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr. Ja, krass, also ich bin echt begeistert, was die Leute sich hier alles einfallen lassen und was die verschiedensten Ideen hier entsprechend sind. Schon echt eine krasse Sache. Schon echt nicht schlecht. So, ich bin mir gar nicht sicher, was von der ursprünglichen Base ist da noch irgendwie was technisch betrachtet hängen geblieben. Also wir haben hier auf jeden Fall einige Maschinen. Hier arbeitet auch gerade, Robi arbeitet hier auch gerade dran. Bastelt da irgendwie zusammen. Wir haben ja ganz viele Kabel, Kabelwege und so weiter und so fort. Okay, hier unten haben wir auch nochmal einiges an. Ah ja, hier die ganzen Nukular Assembler. Okay. Hinten haben wir. Was haben wir denn hier? Ah, okay, hier wird das Zeug reingepumpt und reingeleitet direkt. War das Erzvervierfachung? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Crushing? Enriching, Crushing, 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 Enriching, Smelting. Purifying Factory, okay. Ja, auf jeden Fall auch schon entsprechend mit angebunden. Was ist das hier? Iron Bridge. Das sieht ja hier wirklich aus wie so ein. Das sieht ja auch. Das ist ja wirklich tatsächlich. Und die Iron Bridge. Okay. Könnte ich vielleicht sogar ein Konzept von mir noch mit übernehmen? Okay. Ja, überlege ich mir auf jeden Fall das. Bridge. Man hier so durchgucken. Das ist ja interessant, ey. Das ist ja richtig interessant, okay. Ja, auf jeden Fall auch eine Laserbase entsprechend. Fission Reactor haben sie auch schon. Auch ein Team, was entsprechend sehr weit ist. Und auf jeden Fall der Fortschritt gefällt mir. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich zeige einen Daumen in die Kamera rein, aber ich habe die Kamera extra einmal ausgemacht. Weil heute Bad Hair Day ist. Entsprechend gucken wir mal weiter zum nächsten Team. Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr weiter passiert. Wir können mal gucken beim Erebor. Aber ich meine, dass da nichts weiter passiert ist. Wir gucken mal Teleport. Aber beim Erebor ist, glaube ich. Der Erebor steht still. Berge haben noch nicht weitergearbeitet. Da gucken wir einfach mal drauf. So, wir haben den Erebor. Ja, okay, da ist noch nichts weiter passiert. Aber wie gesagt, das Design war dort auf jeden Fall echt top. Echt coole Sache. Wie gesagt, aber der Berg, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mal schauen, ob da noch was kommt, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. So, und dann hatten wir hier, glaube ich, auch nochmal einen Spieler. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Boah, das ist natürlich sehr schwierig. Wir teleportieren einfach mal hier hin. Gucken einfach mal, wo wir uns befinden oder wie weit weg wir. Ja, ich glaube, ich bin sogar nahezu richtig.
Hier ist auf jeden Fall noch Kriost. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier richtig bin. Hier war, glaube ich, hier war da noch ein Spieler irgendwo gewesen. Hier war nämlich Francesco. Das sich hingesetzt gehabt. Kann natürlich sein, dass er auch sehr weit noch weiter außerhalb war. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie weit außerhalb Francesco war. Aber man sieht, ich sehe zumindest erstmal, dass man nichts sieht. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir nochmal ein bisschen springen mit der Journey Map und wir kommen mal hier hin, Teleport. Wir leider auch noch nicht gesehen, das Gebiet. Und wir sind auf jeden Fall zumindest in der Nähe des nächsten Spielers, nämlich Kriost. Da gucken wir mal, was sich da getan hat, weil, wie gesagt, die Karte aktualisiert sich ja so in der Form halt auch nicht. Muss man nochmal gucken, dass man vielleicht für das nächste Jahr dann entsprechend nochmal eine aktualisierte App sozusagen. Oh, hier ist nochmal ein Netherportal, was aber noch gar nicht im sozusagen getaggt ist oder im Grundstück getaggt ist. Und hier haben wir Kriost. Ja, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schick. Oh, hier geil. Mit dem Wasserfall. Das gefällt mir richtig gut. Sehr gut gebaut, Kriost. Ein großes Lob an der Stelle von mir. Sehr detailliert hier. Sehr detailliert. Einfach in Rohstoffen natürlich gebaut, aber sehr detailliert. Also gerade sowas gefällt mir halt immer echt gut. Also wirklich nicht viel gebaut, nicht viel gemacht hier an der Stelle. Aber wirklich sehr, sehr dekorativ. Sehr, sehr geil. Also gerade das gibt halt von mir immer einen wirklich dicken Daumen nach oben. Ich glaube, Kriost macht auf jeden Fall auch YouTube-Videos. Guckt auf jeden Fall mal in der Website, beziehungsweise in der Videobeschreibung auf der Website, da ist nämlich Kriost mit verlinkt. Und wenn ich noch dran denke, packe ich da auch noch mit rein. Da ist ein Netherportal. Das sieht ja geil aus hier. Das ist ja mal ein geiles Netherportal. So Standard 0815, ey. Sehr geil, also lohnt sich auf jeden Fall. Hätte ich gar nicht gedacht. Echt gut, wirklich sehr, sehr gut. Okay, hier bei den Grundstücken ist tatsächlich leider nichts mehr passiert. Haben sich auch einige abgemeldet gehabt, schon mal. Dann gucken wir als nächstes einmal zu Batman. Gehen wir einmal weiter und wir gehen einmal hier in Teleport. Zack, Wetmag. Hat sich außerhalb, glaube ich, noch nicht besonders viel getan. Hier ist noch ein Windrad noch mit dazugekommen. Er ist immer noch so ein Höhlenbauer auf jeden Fall. Hat immer noch ganz viel hier in die Höhle reingebaut und so weiter und so fort. Sehr gespannt, was da noch kommen mag und kommen wird. Und hat allerdings jetzt auch schon angefangen mit den ersten Mechanismen-Maschinen, Industrial Foregoing-Maschinen und so weiter und so fort. Hat auf jeden Fall auch den Weg Immersive sehr stark wahrgenommen und ist da sehr weit gekommen und hat da sehr viel zusammengebaut und ich bin gespannt, was von dem Team an sich. Man kommt es ja in ein Zweierteam von Adon und MacLee und mal schauen, was da noch kommt. Wie gesagt, hier haben wir noch unsere Arena und dann ist hier zumindest erstmal Ende. Da kommt nämlich tatsächlich erstmal hier nichts weiter. Dann können wir nochmal hier einmal hingehen, dann gehen wir einmal nach unten. Haben nämlich nochmal ein neuer Spieler oder Spielerin noch mit dazu, Gotenklang. Bin sehr gespannt, was da passiert ist. Ich glaube bisher tatsächlich noch nicht ganz so besonders viel. Nämlich bisher nur erstmal eine einfache Base. Okay, erstmal eine einfache Base, aber ist in Ordnung. Schlafen bitte. Müssen wir nochmal dazu aufrufen. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht abändern, dass die jetzt sozusagen die Leute. Nabend. Ich will jetzt nicht, dass die Leute sozusagen in Creative halt gehen. Hier haben wir noch hier Pierre und so weiter, das Team. Und ist der Turm neu? Ich weiß nicht, ob der irgendwie neu ist, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Genau, dann haben wir als nächsten haben wir dann den Lars. Dann gehen wir nochmal hin, das ist auf jeden Fall auch nochmal einiges passiert. Er möchte die Pyramide nochmal erweitern. Das gucken wir uns auch gleich einmal entsprechend an. Dann haben wir das Team Ligevi. Auf jeden Fall einiges und da ist er auch gerade am Basteln. Innen drin an der Verkabelung muss er, glaube ich, selber noch ein bisschen arbeiten. Da kommt auf jeden Fall, also da muss nochmal ein bisschen was passieren, dass das alles ein bisschen strukturierter passiert. Gucken wir mal, dass wir da ihm auf jeden Fall nochmal ein bisschen Unterstützung halt geben. Da gab es nämlich auch schon ein paar Stromprobleme, ME-System war nicht erreichbar und so weiter und so fort. Aber ansonsten, wie gesagt, mit der Pyramide auf jeden Fall eine tolle Idee. Schon sehr am Anfang halt auf jeden Fall ein dickes Bauwerk halt hingestellt. Und gerade solche Sachen mag ich ja.
Hier gerade auch im Dunkeln hier zum Beispiel halt, ne? Okay, gut, bei ihm im Dunkeln sieht man hier nichts. Aber, wir hier unten, wie gesagt, wir haben jetzt hier unten, haben wir noch das Team Keins 1. Können wir einmal runtergehen und einmal gucken. Wie gesagt, ich bin echt verwirrt darüber. Hier drüben war doch noch einer. Boah, hier. Oder war das? Nee, hier auf der linken Seite war noch. Da möchte man nochmal hingehen. Da war nochmal ein Spieler mit einer sehr hohen Spielzeit oder relativ hohen Spielzeit. Nämlich da war nämlich der Francesco. Den habe ich bisher immer ausgelassen. Das heißt, fürs nächste Jahr bitte, alle Leute, sammelt euch doch. Oder nicht direkt am Spawn, ist natürlich klar. Da haben sich auch tatsächlich relativ, eigentlich fast alle gehalten dran. Dass sie sich nicht am Spawn angesiedelt haben. Und wir haben auf jeden Fall schon etliche, einige Bauwerke, die hier echt sehr, sehr gut aussehen. Und so, hier Keins auf jeden Fall hier mit einer entsprechenden Farm. Immersive auf jeden Fall angefangen. Oh, ist das ein bisschen Butania sein, ne? Peter? Ja, okay. Butania auch schon angefangen etwas. Das sieht auf jeden Fall echt aus. Danielle, da kam nichts mehr. Der ist so ein Late-Game-Spieler, kann man sagen. Der kommt immer erst sehr spät. Hat er auch mit ihm nochmal geschrieben gehabt. Und jetzt sind wir einmal beim Team. Gute Frage. Nächste Frage hier im Dunkeln. Und ich denke auch, das kann man sich gut. Na, ja, dann nochmal schlafen, bitte. Nochmal Erinnerung, dass geschlafen werden soll, bitte. Hier haben wir immer noch den Wither. Hauptsächlich oder ganz, ganz viel ist hier gebaut worden, auf jeden Fall von Suicide, muss man sagen. Und hier haben wir auf jeden Fall das entsprechende ME-System, was hier läuft. Einmal hier auf jeden Fall so ein kleinerer Chor oder geht er hier noch weiter? Also nur ein kleiner Chor. So, dann haben wir hier einmal den. Das war, glaube ich, die erste Verfünffachung, glaube ich, ne? Ja. Haben wir noch ein paar Laserbases, zwei Stück sogar an der Zahl. Haben wir hier einmal, ist das der? Der ist sogar schon das SPS. Ah, okay. Super Critical Phase Shifter. Halt natürlich auch nochmal ein Dragonic Core oder Kern. Aber auch ein paar Sachen, die noch nicht hundertprozentig fertig sind. Hier haben wir so einen Animal Baby Separator. Haben wir hier einmal auf jeden Fall mit dem Glas hier auf jeden Fall, mit dem F-Tool Frames. Ach ja, stimmt, das kannst du natürlich. Stimmt, mit dem Bild-Generator. Das kannst du damit herstellen. Machen. Ja. Gut. Das sind auf jeden Fall nette Ideen hier entstanden und hier mit dabei. Gerade mit diesen Glaskuppeln finde ich immer noch echt. Und gerade mit diesen Glashäusern, das ist auf jeden Fall eine nette Idee. Auch mal komplett was anderes. Der Turm, den finde ich richtig. Der Turm ist auf jeden Fall auch schon sehr, sehr geil. Sehr gut gebaut von Brumi. Und hier haben wir. Ah ja, hier ist nochmal ein Ditch. Von Ragnar, okay. Und hier haben wir. Der Teleporter ist noch geblieben. Und die zwei Berge hier sind auf jeden Fall entsprechend neu. Und ansonsten ist Nilalol. Hat es sich ja hier in den, oder beziehungsweise der Spieler Nilalol hat es sich ja hier in den Berg auf jeden Fall reingebaut gehabt und hat hier, glaube ich, die Ebene nach und nach weiter ausgefüllt. Soweit ich das beurteilen kann, ist, glaube ich, oben ganz entstanden. Können wir ja mal gucken. Ah, ich glaube, oben hat er sie jetzt sozusagen hauptsächlich sein Base, oder? Oder doch nicht? Doch nicht. Okay, er hat auf jeden Fall seine Ebene. Ich hätte jetzt gedacht, er hat oben ganz viel hingebaut. Ne, oben hat er auf jeden Fall nicht viel hingebaut. Dann baut er sozusagen immer noch unten. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Okay, dann gehen wir mal einmal durch den Berg. Gehen wir einmal wieder raus. So, Team Schwanz Schwinger hat, glaube ich, nicht besonders viel gemacht. Da ist nicht viel entstanden. Waren zwischendurch immer, ich glaube, seit dem letzten Mal waren sie, glaube ich, nochmal online gewesen. Aber besonders viel war hier leider nicht noch passiert. Hatten sie hier einige Sachen gebaut, waren am Anfang sehr, sehr stark gewesen. Also die waren also vom Fortschritt her, vom Gain her, das war schon echt eine krasse Leistung, muss man echt sagen. Bin echt sehr, sehr stark. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch mein Gebiet. Da ist auf jeden Fall auch äußerlich leider bisher noch nichts weiter entstanden. Da kommt aber auf jeden Fall, wird da noch was kommen. Kommt auf jeden Fall was. Haben wir hier den Spieler Ralf, Zwentabflitzer, erste Maschinen auf jeden Fall gebaut, hat er sich unten rein schon irgendwie gebaut. Ja, eine kleine Farm hat er gebaut gehabt, okay. Dann haben wir hier noch nebenan den Spieler TK, da bin ich mir auch ganz nicht sicher, ob er nochmal wiederkommt oder nicht. Wenig Zeit und so, deswegen weiß ich nicht.
T0 natürlich ganz klassisch, immer mit ganz, ganz vielen, auch immer mit ganz, ganz viel Fortschritt auf jeden Fall. Hat auch schon auch einen Dragonic Core auf jeden Fall. Und aber man sieht äußerlich die Masse. Er hat mir versprochen, mehr zu bauen, aber bisher kam da noch nichts. Ich will was sehen. Ich brauche die Kristallhöhle von letztem Jahr. T0. okay. So, dann haben wir, sind wir, glaube ich, so weit, so gut mit den Spielern durch. Ich möchte allerdings jetzt nicht noch vergessen den Gamers Time. Der hat nämlich tatsächlich echt sehr viel Spielzeit. Deswegen wollen wir uns einfach mal einmal hier hin Gamers Time sind wir jetzt hier beim fast. Wir sind fast da. Und wie gesagt, wir machen das auch gemischt. Also ich fände es natürlich schöner, wenn es natürlich hell wäre. Aber natürlich auch gerade im Dunkeln haben ja einige Grundstücke natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Und da ist es natürlich auch durchaus interessant, was ist, wenn es dunkel ist zum Beispiel. Das auch durchaus interessant. So, jetzt müssen wir einmal nochmal das Grundstück finden von ein Gamers Time. Und da haben wir auf jeden Fall das Grundstück angefangen definitiv. Oh, hier sogar schon. Aber noch nicht. Okay, ein Beacon der. Oh. Okay, mit Botania sogar schon. Oh, okay. Nee, das ist Gurke, ist das. Oh, das war. Oh, das habe ich. Oh, dann war das falsche Gebiet. Okay. Muss man hier nochmal nach unten? Guck mal. Was? Ah. Auf der Art. Immer schwierig, wenn man noch nicht alles erkundet hat. Ne? Ja, wie weit ist es noch? Da. Nicht mehr weit. So, da haben wir das Gebiet von Gamers Time. Hey. Uiuiui. Okay. Ich glaube, hier war ich tatsächlich noch gar nicht. Sorry. Nee, ich glaube, hier war ich wirklich noch nicht. Stimmt. Ich wollte ihn eigentlich mal besuchen. Aber da bin ich dann irgendwie dann von abgekommen. Hier haben wir noch irgendwie Stone-Blöcke. Also. Hängen denn hier noch Blöcke rum? Das muss er mir mal erklären, warum hier noch Blöcke rumhängen. Das sieht ja echt. Okay, hängen noch Blöcke rum, okay. Haben wir hier einmal uns. Warum baut ein paar Villager? Okay. Sehr interessant. Was sind die? Down, okay. Vorstuhl, ein Vorstuhl nach oben. Oh, ist, oh ja, das. Okay, so die Minecraft Basics. Okay. Und das ist. Koka von Immersive. Den Weg. Ja, ja. Okay, also gibt das Questbuch halt irgendwann. Folgt. Das ist schon unterwegs auf jeden Fall. Auch nicht für den Koker noch den Zauber. Oh, noch. Gut. Hier so, gerade ad hoc. Ich einen Tower sehen. Seht ihr ihn? Haben wir auf jeden Fall den Wasservorstuhl. Was ich hier. Also ich finde das ja immer interessant, dass die Leute. Ach doch, da oder ist das. Da hat sich noch. Hat sich nur etwas versteckt. Hat aber auf jeden Fall ein bisschen Strom. Okay, gut. Finde es auf jeden Fall aber immer mega interessant, was die Leute hier draus machen. Und hier so ein Kistensystem, so Minecraft Basics ist das hier. Damit kenne ich mich ja alles gar nicht aus. Hier. Mit solchen ganzen Redstone-Schaltungen und den Hoppern und dem und den ganzen Wagen, die man dann irgendwie fahren lassen kann. Und um dann da irgendwie was zu craften oder dass die das dann irgendwie einsortieren automatisch in ein Kistensystem oder sowas in die Richtung. Das ist schon interessant. Das Eagle Redstone Minecraft Basic Schaltung. Ich finde das ja immer. Boah, hier an der Stelle kannst du nochmal kleiner Tipp an Gamers Time. Okay, doch hat er doch noch mit drin. Ganz knapp. Aber wie gesagt, ich würde da hier auch nochmal ein bisschen mehr sozusagen. Das Gebiet. Sehr, sehr interessant. An der Stelle war's das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Vorstellung. Tschüss.